Hallo und herzlich willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Marsha Leonie Lahn und dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Vor 4 Monaten waren wir hier auf der Sonnenschmiede in Huttwil und haben über die Permakultur berichtet. Und natürlich interessiert es uns, wie sieht es jetzt im Sommer aus, so nach 4 Monaten. Und wir konzentrieren uns heute auf den Geoderm, denn das ist etwas, was mich sehr speziell interessiert, diese Form. Für was ist es gut? Wieso wachsen die Pflanzen in so einem Geoderm besser? Bei mir ist der Michael und die Daniela, beziehungsweise ich bin bei Ihnen auf Ihrem Plätzchen, auf dem wunderschönen Plätzchen. Und danke, dass wir nochmal kommen durften. Mich würde es sehr interessieren, das weißt du schon, Michael. Dieser Geoderm, was ist daran speziell oder warum hat man so eine Form für die Pflanzen oder wieso tut man die Pflanzen in so einen Geoderm? Ja, liebe Marsha, erstmal danke, dass ihr zu uns gekommen seid. Der Geoderm natürlich, wie man den schon so sieht, ist einfach eine natürliche Bauform, so wie es für das menschliche Auge, für das Befinden im Geoderm einfach so der Natur entspricht. In der Natur ist relativ wenig eckig und kantig und so haben wir uns die Form zum Beispiel einer Bienenwabe oder anderen Formen, auch einer Zelle, die auch ähnlich aussieht wie ein Dom, haben wir uns so abgeguckt und versucht, diesen Geoderm so in dieser Weise nachzubauen. Das heißt, du hast gesagt, in der Natur kommt es wenig vor die Ecken. Ja, in der Natur ist vieles, ist rundlich oder aus der heiligen Geometrie halt auch mit Strukturen aufgebaut, sei das aus verschiedenen Dreiecken zusammen, also nicht ein einzelnes, sondern mehrere Dreiecke zusammen. Oder man nimmt eine Bienenwabe, das sind schlussendlich wie 5 Ecke, eine Wabe. Mhm. Und genauso sieht auch der Dom aus, wenn er dann zusammengebaut wird. Aber was bedeutet das jetzt für die Pflanzen? Hat es mit der Lichteinstrahlung zu tun oder mit was? Dass sie auf das reagieren und durch das besser wachsen? Ja, also technisch gesehen ist es so, dass wir natürlich in einem Dom das Licht von allen Seiten zur gleichen Zeit immer gleich verteilt im Geodom vorfinden. Das heißt, egal wie die Sonne scheint, das Licht bricht immer gleichmäßig im Geodom herein und somit habe ich eine perfekte Verteilung des Lichts, des Klimas, des Mikroklimas im Geodom, was sich natürlich auf das Pflanzenwachstum auswirkt. Ah, vielen Dank. Und somit hast du wirklich jetzt meine Frage beantwortet. Es hat damit zu tun, dass die Lichtverteilung gleichmäßig ist. Ist ein großer Vorteil. Ja. Danke dir. Zu dieser speziellen Bauform, was wir vorher gesprochen haben, die Bauform des Geodoms, über diese Dreiecke, 5 und 6 Ecke, sieht man hier sehr schön. Hier ist zum Beispiel ein Dreieck und das ist dann verbunden zu einer Wabe. Wir haben hier dann diese 5 Dreiecke zusammen. Und so ist der ganze Geoderm schlussendlich aus diesen 5 Ecken, diese Wabenform oder auch 6 Ecken, was wir da ganz gut am Dach sehen, zusammengebaut. Speziell beim Geoderm ist natürlich die Lüftung, das Klima, dass es hier auch nicht zu warm wird. Und so haben wir Ölzylinder installiert. Einer Ölzylinder wäre bei der Zuluft und der zweite, das thermische Element oder mit einem Ölzylinder, ist am Dach. Das heißt, so wird automatisch, wenn es zu warm wird, gehen diese Zylinder auf, das Dach geht auf und es ist für die Luftzirkulation gesorgt. Eine perfekte Sache, so müssen wir eigentlich am Morgen nicht daran denken, den Geoderm auf- oder zuzumachen. Das geschieht automatisch und natürlich ohne Strom. Liebe Daniela, du kannst mir sicher ein paar Fragen beantworten, was ihr hier alles gepflanzt habt. Und ich habe gesehen, vor allem, dass eine Fläche nicht bepflanzt ist. Woher kommt das? Also es ist so, dass wir auch im Geoderm mit Mischkulturen arbeiten, wie draußen in den Beeten. Das heißt, wir pflanzen Gemüse mit Kräutern zusammen, mit Blumen zusammen, die sich dann ergänzen und sich günstig beeinflussen im Wachstum. Wie muss ich das verstehen? Zum Beispiel jetzt haben wir die Tomaten mit Petersilie zusammengesetzt, die Auberginen mit Basilikum, den Lauch mit Kohlrabi. Also das fördert das Wachstum. Genau, genau. Oder hilft gegen Schädlinge, dass sie, ja, genau, dass sie sich besser verteidigen können. So brauchen wir auch keinerlei Pestizide. Wow, das ist ja mega cool. Das heißt, man kann die Pflanzen zusammen, wenn man die irgendwie in der richtigen Art zusammenmischt, kann man solche Sachen vermeiden. Genau. Also kann man
Es unterstützt sich gegenseitig und das ist auch in der Natur. Man hat nicht diese Monokulturen. Ne? In der Natur ist eine bunte Vielfalt und das versuchen wir nachzumachen. Wow, man sagt, deshalb sollte man Monokulturen vermeiden. Ja, okay. Unbedingt, auch für die Tieren, wegen den Tieren. Die haben auch eher Freude an Mischkulturen. Ja. Wir sehen uns gleich diesen Geodom von innen noch an. Dann kann die Daniela zu gewissen Pflanzen oder da kann das noch ein bisschen besser erklären, okay, dass die Hinschauer auch wissen, von was du sprichst, von diesem wunderschönen Geodom. Okay. Genau, also was wir hier sehen, haben wir eine kleine Mischkultur. Klein, weil der Platz hier ein bisschen begrenzt ist. Wir sehen hier Kohlrabi, Lauch, Zwiebeln, Echinacea. Eingeschlichen hat sich dann Kürbis, der war überhaupt nicht geplant, der kam einfach. Und ich mache es so, dass ich gern die Sachen dann auch lasse an dem Ort, weil die Pflanzen wissen oft besser, wo sie sich wohlfühlen. Und man sieht auch so schön, der Wespenspinne gefällt es auch ganz gut. Gell? Und ja, also wir haben jetzt hier nicht so viele verschiedene Gemüsesorten beisammen, weil der Platz eher klein ist. Wir haben ein bisschen Mais, wir sind noch in der Saatgutgewinnung und die Idee dahinter, dass der Mais hier drin ist, dass sich dieser Mais nicht vermischt mit dem Mais, wo draußen ist, von diesen Ländereien. Wir sehen hier Tomaten mit einer Unterbepflanzung von Petersilie. Ups. Genau, die sind am Reifen, das kommt alles noch. Dann haben wir hier die letzten Auberginen, da haben wir eine gute Ernte gehabt dieses Jahr. Man sieht aber auch, langsam, der Zyklus geht zu Ende. Genau hinten noch ein Salat, wo am Ausblühen ist für die Saatgutgewinnung. Ganz wichtig, eigenes Saatgut. Wir sehen noch ein paar Hummeln drin, das lebt. Und hier dieses Feld, es ist so, dass wir uns spezialisieren auf den Wintergemüseanbau, weil wir lieber frisches Gemüse essen als eingelegtes. Hier haben wir schon alles ausgeräumt, mit Mist aufgefüllt, um den Boden zu verbessern. Und da geht es jetzt darum, dass wir einsäen für Wintergemüse. Denn im Sommer beginnt bereits schon der Winter für uns Gärtner. Genau, und auch die restlichen Flächen, die werden alle frei. Die werden freigeräumt, dass wir genug Platz haben für Wintergemüse, wo geschützt sein sollte. Genau. Jetzt befinden wir uns draußen im Gemüsegarten, in einem kleinen Teil davon. Und ich finde, gerade dieses Bild ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie so eine bunte Mischkultur aussehen kann. Wir haben x verschiedene Blumen, Gemüse, Heilkräuter dort drin, Markstammkohl, Mais, Sonnenblumen, Fenchel, Borret. Unterhalb haben wir noch Gurken, die sieht man gerade nicht, die muss man suchen. Rotkohl, Gründüngungspflanzen vom letzten Jahr, Malve, wo Wild kommt. Und man sieht, also Ernten wird zum Abenteuer, aber wunderschön, es ist alles essbar. Man muss eigentlich praktisch nicht mehr jäten, ne? Man spart viel Zeit und ist wunderschön fürs Auge. Und die Tiere haben Freude. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel von einer Mischkultur von Pflanzengemeinschaften. Wir befinden uns vor einem wunderschönen Biotop. Ich finde das so herrlich und ich habe schon wieder ganz viel lernen dürfen. Es gibt bei meinem Biotop verschiedene Stufen. Was sind denn das für Stufen und wozu sind die gut? Also Stufen sind natürlich gut mal für den Einstieg, ja, dass man da nicht gleich ins tiefe Wasser fällt. Bei uns ist es so, dass wir ein dreistufiges Teichsystem gewählt haben, nämlich hier, es gibt eine Sumpfzone, es gibt eine Wasserzone und es gibt eine Schwimmzone, speziell jetzt in dem Fall für den Menschen, also für uns, wo wir uns bewegen können. Und die sind strikt getrennt, also der Mensch geht eigentlich nicht in die Rückzugsgebiete, in dem Fall wäre es jetzt die Sumpfzone, das lassen wir so, wie sie sind. Und auch von den Nährstoffen her sind diese Zonen eigentlich anders geplant und umgesetzt. Was heißt anders geplant?
Ja, zum Beispiel in der Sumpfzone, das ist ganz mager, also das ist alles sogar abgedeckt mit Lehm, so dass sich diese Nährstoffe sich nicht verbinden mit der Wasserzone oder dass keine Nährstoffe, dass es nicht überschwemmt in die Schwimmzone. Also das bleibt so, wie es ist. Das vermischt sich nicht? Es vermischt sich nicht, das ist abgetrennt, sieht man ein bisschen durch die Steine, dass das so dann einfach ein bisschen Halt hat. Und wie gesagt, das ist abgedeckt mit Lehm, so dass eigentlich unter dem Lehm, da ist dann eine ganz eine magere Mischung, weil die Pflanzen brauchen nicht viel Nährstoffe, so dass sie sich vermehren und überleben können. Jetzt fällt mir auf, dass ich hier gar keine Algen sehe, der ist recht sauber. Wie kommt das? Es hat uns selber erstaunt, wie klar, dass dieser Teich jetzt schon ist. Der Teich haben wir ja erst dieses Jahr gebaut und wir dachten, dass da so viele Nährstoffe drin sind, da muss es Algen geben, Algenbildung. Dieser Teich wurde so geplant, dass wir hier keine zusätzlichen Nährstoffe möchten. Also wir wässern ihn nicht, da kommt von der Landwirtschaft kommt nichts rein, sondern dieser Teich soll er sich klären. Und die Nährstoffe sind so eigentlich nicht gewünscht. Anders würde es ausschauen, wenn man einen Teich plant, wo Algen gewünscht sind. Das heißt, man hat dann ganz viele Nährstoffe, die man quasi ernten kann. Man nimmt die Algen raus und bringt sie dann auf die Beete. Bei uns ist es so, wir wollten keine Nährstoffe. Das heißt, wir möchten den Teich sich selbst überlassen. Der wird nur mit Regenwasser gefüllt. Und somit sieht man, dass all diese Millionen von Mückenlarven sind weg. Es sind keine Algen da. Also trotz, dass er noch relativ karg bewachsen ist, funktioniert dieses Teichsystem bereits. Also Algen sind da, um Nährstoffe zu bieten? Algen werden gebildet, um Nährstoffe aufzunehmen. Also immer wenn es zu viele Nährstoffe im Wasser hat, dann bilden sich Algen, die halt diese Nährstoffe aufnehmen. Ah, okay. Wahnsinnig. Und ich sehe, das ist ja euer Pool noch. Ihr habt hier einen schönen Steg, wo ihr reinkommt. Ich finde es einfach so schön hier. Zur Permakultur gibt es noch zu sagen, man versucht in der Permakultur ein ökologisches System aufzubauen, ein möglichst selbsterhaltenes System. Und was an diesem Teich speziell ist, also auf der einen Seite ist natürlich ein Feuchtgebiet sehr wichtig in der Permakultur, auf der anderen Seite ist dieser Teich gebaut eigentlich nicht so, wie es im Lehrbuch steht der Permakultur. Man sieht es an der schwarzen Folie. Das heißt, wir haben versucht, diesen Teich dicht zu kriegen mit natürlichen Baustoffen, was es halt hier gibt, im Boden, viel Lehm. Aber trotzdem hatten wir sehr viele sandige Schichten in den tieferen Stellen so, dass wir uns da relativ lang geübt haben drin, um den Teich dicht zu kriegen. Es ist uns nicht gelungen und so haben wir uns entschieden, entgegen diesen permakulturellen Richtlinien halt eine Folie zu verwenden. Schlussendlich müssen wir sagen, das System ist aufgebaut, die Natur hat eigentlich jetzt, so wie wir sehen, das Leben hier nichts gegen diese Folie. Und die Freude ist, dass dieses Feuchtgebiet bereits perfekt eingebettet ist in all den anderen Elemente von der Permakultur. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael und Daniela. Ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen, als Beispiel eben, wie kann man Schädlinge auf eine ganz natürliche Art fernhalten oder wie so ein Biotop gebaut wird, natürlich noch nicht technisch, aber was es alles für Sachen gibt, wo man die Natur einfach fördern kann. Wenn ich jetzt mehr erfahren möchte, wie, also ins Detail gehen, wie man Permakultur lernen kann, was gibt es da für Möglichkeiten? Da haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wir haben regelmäßig Seminare hier im Bereich der Permakultur. Wir haben neu im Programm Work and Study auf der Sonnenschmiede, das heißt Arbeiten und Lernen. Dazu gibt es bald Informationen mehr auf unserer Homepage. Was haben wir noch? Ja, und dann natürlich ist dieses Symposium, wo es um Böden und aktiven Humusaufbau geht. Das wird im September des nächsten Jahres stattfinden. Ein zweitägiges Symposium, auch da gibt es bereits ein paar Infos auf unserer Webseite. Wow, das ist super, da freue ich mich drauf. Also wenn ihr mehr über die Natur erfahren wollt oder wie ihr so einen schönen Garten hinbekommt, dann schaut auf die Webseite von Daniela und Michael, die heißt sonnenschmiede.com oder ch? Ch. Also für mich waren diese Informationen sehr wertvoll. Ich hoffe, es waren auch für dich sehr wertvoll und freue mich, wenn du wieder hineinschaust. Danke dir.